Ist dir oft was peinlich? Und geht's dann an oder kannst du das vertuschen? Nee, kann ich eigentlich fast nie vertuschen. Hallo und herzlich willkommen zu Gute Nacht, Alter. Ich nenne es mal der Talk. Ich weiß, wer kommt. Ich weiß aber nicht, was passiert, nicht wahr? Weil ja, kommt die kleine Maus, sich was ausgedacht hat. Sag bitte. Das Prinzip hat sich bewährt. Du wirst so gut es geht im Unklaren gelassen, damit du so wenig Scheiße wie möglich bauen kannst. Danke. Die Fragen sind vorbereitet. Werden aber ganz normal bezahlt. Sowieso. Das ist wichtig. Ja, die Fragen sind vorbereitet, die Spiele sind vorbereitet, mein Greifarm ist vorbereitet. Kann losgehen. Kurzum, ich sag jetzt nur, wer kommt. Und das war's. Richtig. Heute ist es ein Gast. Manche sagen, oh, der ist aber süß. Manche sagen, wahnsinnig schlau. Ich sage, toller Typ. Meine Damen und Herren, Frank, the Questionator, sei da! Ja, kann man beides. Ja. Hey, klapp, 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 klapp. Herr Seibert. Hi. Mensch, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Es ist eine komische Situation, dass du jetzt mich befragen sollst. Aber lass dich überraschen. Ich weiß ja von dir. Ich weiß genauso wenig wie du. Absolut. Das Geile ist aber, du kannst ja fragen. Ich muss gar nichts sagen. Aber erste Frage, möchtest du was trinken? Wasser gerne. Ja, ein Wasser. Hab ich gesagt. Nicht den Seibert, weißt du? Das ist eine Nullbett. Weißt du, da können wir hier, da wird hier nicht hier. Mit oder ohne? Das darfst du entscheiden. Ja, mit. Na, dann mach wenigstens mit ein bisschen Sprudel, dass das hier abgeht. Hier. Du weißt ja, wie das aussieht, wenn ich vor der Kamera trinke. Stimmt. Der junge Mann hat ein YouTube-Format, Funkformat ganz genau. Das heißt, die Frage, viele. Und wenn ich sage viele, meine ich Jakob, fragen sich natürlich, warum heißt die Sendung nicht die Antwort? Weil ihr gebt ja die Antwort auf die Frage. Weil ihr stellt ja gar nicht sozusagen die Frage, sondern, naja, aber sagt doch selber. Doch, genau. Wir stellen, also ich stelle die Frage. Er stellt die Frage. Und es gibt immer die eine Frage, und der ich nachgehe. Es gibt immer die eine Frage und die geht, der geht er nach. Die geht er nach. Der geht dann, habe ich noch. Und in mehreren Folgen versuche ich diese Frage zu beantworten. Wir haben eine Freundin von dir gefragt oder auch eine Kollegin nach einem kleinen Funfact über dich. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hi, ich bin die Samira, die Kollegin vom Frank. Und was soll ich sagen, der Frank, ja, bei uns in der Community, der gilt als absoluter Traumschwiegersohn. Jeder will ihn heiraten. Und das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass er immer so süße rote Bäckchen bekommt, wenn ihm mal wieder was peinlich war. Und ja, ich liebe ihn vor allem deshalb, weil bei uns in der Redaktion immer ein voller Kasten Mate steht, weil er genauso wenig ohne Mate kann wie ich. Ja. Das wusste ich schon! Das wusstest du doch schon, mit den roten Bäckchen. Ist dir oft was peinlich? Und geht's dann an oder kannst du das vertuschen? Nee, kann ich eigentlich fast nie vertuschen. Schade. Ich habe auch jetzt das Gefühl, dass ich glühe schon wieder. Nee. Ist auch sehr warm hier. Es ist sehr warm. Puh. Ja. Nee, es ist mir, also ich würde sagen, mir ist oft, sind mir Dinge unangenehm, aber ich mache sie trotzdem. Also gerade für die Folgen, finde ich, überwinde ich ganz oft so meine persönliche Schamgrenze und denke mir, ich mache es jetzt eigentlich für den Film. Privat hättest du es nie gemacht, nee. Oder wie? Also als Cheerleader tanzen hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, nee. Zum Beispiel. Aber es ist ein ganz tolles Hobby, tolle Community, ich fühle mich da sehr zufrieden. Wirklich? Du weißt, wir haben eine wunderbare Kategorie, sie heißt Let Me Google That For You, in der wir schlecht recherchierte Fakten oder gut recherchierte Fakten über den Gast an dich weitergeben. Und du musst erraten, ob dieser Fakt genau korrekt ist oder nicht. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich auch, Frank, ich auch. Pass auf. Let me Google that for you. Frank hat in einem ARD-Spielfilm mit Frederik Lau einen Soldaten gespielt. Ich darf dich ja dazu befragen, du kannst wahrheitsgetreu oder nicht, wie du willst. An der Seite von Frederik Lau oder im selben Film? Nee, im selben Umfeld. Ich würde sagen, 3 Sitzreihen hinter ihm. Also Komparse. Ja, also ich habe eine gute Rolle gespielt, aber. Hast du Text gehabt? Nee. Oder war viel mit Grölen? Nee. Welcher Soldat, so welche Zeit? 70er Jahre. 70er Jahre? Vielleicht auch 80er. So. Und in welchen, also war das so eher Bundeswehr oder war das auch ein Einsatz? Ja, Bundeswehr. Ah ja. Es war ein Einsatz. Wir sind zu einem Einsatz gefahren. Im Film? Im Film. Mhm. Und wie viel kriegt man denn so als sehr guter Komparse 3 Reihen hinter Frederik Lau? Ja, so, es war nicht viel.
Na, sag doch mal, eine Hausnummer? So zweistellig? Höher? Nee, nee, leider nicht. So ein Fuffi. Ist doch zweistellig. Ach so, zweistellig, sorry. Ja. Ich hab, ne. Nee, ja. Ah ja. Ah ja, so ein Fuffi, ja, okay. Hm. Also so viel wie ich für diese Folge. Ein Abzug, Spesen, ne? Also was du verfutterst hier, das wird hier muss ich selber bezahlen. Und auch hinfahren auch. Das muss ich auch selber. Und außerdem schuldest du mir noch 5 Euro. Dann habe ich kein Geld mehr. Ja, also, aber guck, auch dritte Reihe. Okay, sorry, also. Sorry, was? Nichts. Ja. Okay. Und wann war das so? 2009. Ah, das war welcher Film nochmal? Neue Fahr Süd. Das war zu gut. Ich sage ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Wirklich? Ja. Das Interessante ist, wenn ich das Freunden zeige, dann erkennt mich keiner. Weil, also eigentlich war das, also das, ich habe in Bremen studiert, mhm, und das wurde in Bremen verfilmt, weil das ein Buch ist von, also kennst du Herr Lehmann? Ja. Das ist quasi die Fortsetzung oder die davor, das Buch. Mhm. Und die ganze Bremer Stadt hat so mitgespielt, die wollten alle Teil des Films sein und da habe ich gedacht, geil, da mache ich auch mit. Ich will Hippie sein, der sich mit Bundeswehr-Soldaten anlegt. Hab mich da angemeldet bei dem Casting und dann kam ich dort an und dann meinten die, Hippies haben wir genug, aber du kannst Soldat sein. Und ich gesagt, ja, fuck, okay, dann mache ich halt den Soldaten. Mhm. Was sie mir nicht gesagt haben, und das habe ich erst am Drehtag, kurz vorm Dreh herausbekommen, die haben mir komplett so den Pony abgeschnitten, die Koteletten abrasiert und den Nacken ausrasiert. Ich bin danach auf so ein Festival gefahren. Sahst du aus wie Hitlerjugend aus? Hä? Sahst du aus wie die Hitlerjugend aus? Also, nee, also mehr so, als hätte ich, weiß ich nicht, mir die Haare selbst geschnitten, so im Corona-Style. So ein Kopf drauf rum. Ja. Genau. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir haben zwei Fragen vorbereitet. Du kennst das Spiel. Blau heißt gute Frage, rot heißt fiese Frage. Harte Frage. Was steht das auf dem roten? Es steht auf beiden Neugierde. Das, ach ist das Thema, das Thema ist dieser Frage. Neugierde. Du kennst dich mit Matrix aus. Ja. Soll es der blaue Umschlag sein oder der rote? Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Irgendwann musst du den roten nehmen. Wir haben nehmen wir gleich den roten. Könnte es auch ein Soldat sein. Das ist ein Grenzgänger. Bei der Frage wird es sehr intim zum Teil. Du schottest dein Privatleben sehr aus der Öffentlichkeit ab. Wie geht das zusammen? Ja, also ich glaube, irgendwie überlegt sich jeder mal so, welche Details, welche Sachen erzählt er über sich in der Öffentlichkeit, welche nicht. Sollte er vielleicht? Sollte er vielleicht, so finde ich. Und ich finde, da sollte man eine klare Grenze ziehen. Und ich bin, also ich frage auch Protagonisten immer alles und gebe ihnen gleichzeitig die Möglichkeit auch zu sagen, das ist mir jetzt zu intim, das ist mir zu krass, das will ich nicht sagen oder das finde ich irgendwie schwierig, dass du das fragst. Wäre auch okay für mich. Deswegen sage ich dann auch, das ist mir zu privat. Also, was zählst du damit rein? Ach, alles was zu Familie, Partnerschaft, was zu, keine Ahnung. Also, manchmal ist es auch so eine Gefühlssache. Ne? Manchmal kann man ja auch irgendwann für sich herausfinden, dass eine Grenze vielleicht doch woanders gezogen werden soll oder so, aber genau. Oder dass es sich an dem einen Punkt gut angefühlt hat und dann später fühlt es sich nicht mehr gut an oder so. Das passiert ja manchmal. Jeder hat seine Grenzen, das sage ich, weil das Thema gerade nicht Grenzen war, sondern nicht Neugierde war, sondern Grenzen. Und ein Redakteur, dessen Namen ich nicht sagen möchte, Dominik Schelzke, der vor zwei Wochen erst oder vor einer Woche erst von Nura verprügelt wurde, vielleicht die falschen Fragen in die falschen Umschläge Grüße getan. Geht raus. Das macht ja auch nichts. Deswegen machen wir einfach jetzt weiter mit Neugierde und haben die Grenzen einfach schon mal abgesteckt. Ach so, das war am falschen Umschlag. Ach so. Sag mal, was macht denn der Dominik eigentlich nächste Woche, wenn er hier nicht mehr arbeitet? Keine Ahnung, wenn er noch lebt, vielleicht ruft gleich Nura noch mal an. Okay. Nehmen wir wieder den roten. Hei. Gefällt mir. Der Mann. Wahnsinn. Ab wann ist es keine Frage, sondern Voyeurismus? Puh, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Ich finde, wenn man den Leuten nicht offen begegnet, sondern sein Urteil eigentlich schon gefällt hat, so, und es geht eigentlich nur darum, die Leute bloßzustellen, und das wollen wir eigentlich nicht machen. Mhm. Und ich bin, also wenn ich so lese, wie die Community das wahrnimmt, dann haben wir das bisher eigentlich ziemlich gut geschafft. Voyeurismus wäre, wenn ich bloß irgendwie dahin gehe, nicht um etwas zu verstehen oder so, sondern einfach, ich möchte jemanden angucken, anglotzen und ihm dann, ne? Und drüber reden können. Genau. Guck mal. Freak. Genau, also ich versuche ja eigentlich immer zu verstehen, warum Menschen etwas tun, was sie tun.
warum sie so sind, wie sie sind. Und deswegen finde ich, ist da die Grenze so. Ich möchte sozusagen nachvollziehen, warum die Menschen so ticken. Und wenn ich nur dahin gehen würde, um mich drüber lustig zu machen, dann wäre das für mich so eine Grenze. Und wie kommt ihr an eure Protagonisten? Schreibt ihr denen oder ja, ist es wir haben, ja, wir haben tatsächlich das große Glück, dass uns ganz viele Menschen vertrauen und uns eine E-Mail schreiben oder uns sonst irgendwie kontaktieren über soziale Medien und dann irgendwie kommen wir ins Gespräch und dann finden wir das spannend und dann gibt es so Vorgespräche und da tasten wir so ein bisschen ab, ist es wirklich interessant für uns oder nicht? Genau, und es ist so, wir recherchieren schon auch noch selbst Gäste bzw. Protagonisten und gar nicht so sehr, wir verlassen uns nicht drauf, dass uns Leute schreiben, aber das passiert immer mehr und das ist total schön. Das ist ja auch voll der Vertrauensbeweis. Genau. Und es gibt ja manchmal, also man ist ja gerade ihr in eurem Format, zeigt ja wahnsinnig viel Nähe, wahnsinnig viel Toleranz und Offenheit. Ja. Und das führt manchmal oder meistens dazu, dass auch Menschen Hilfe suchen. Ihr versteht so viele Leute, bitte versteht mich auch, ja. Schreiben Mails. Manchmal kommt man mit Themen in Berührung, wo man sich denkt, das überfordert mich und ich kann dir nicht helfen. Ja. Stichwort, ich möchte mich umbringen, ich möchte, was weiß ich, meine Eltern verstehen mich nicht, was soll ich tun, ich weine nur noch, könnt ihr, was weiß ich, was machen oder so. Ja. Wie geht ihr damit um? Erstmal klar machen, dass wir die falsche Anlaufstelle sind, um irgendwie therapeutische Hilfestellungen zu geben, um irgendwie, ne? Also wir verweisen dann auch immer auf andere Institutionen, die da drin total geübt sind, weil ich, also ich finde das auf der einen Seite, finde ich das schön, dass man uns so viel Vertrauen schenkt und uns schreibt und gleichzeitig ist es irgendwie auch, finde ich es auch ein bisschen schade fast, dass sonst niemand im Umfeld ist, der manchmal da ist, um Probleme anzuvertrauen. Deswegen, also wir verweisen da eigentlich immer an andere Stellen und sagen auch immer ganz klar, so hier ist unsere Grenze von dem, was wir leisten können und was wir irgendwie, wozu wir befähigt sind. Ne? Was macht denn so ein Frank Seibert, wenn er mal unbeobachtet das tut? Das wüsstest du jetzt gerne. Ne? Ja, gute Frage, Ariel, denn darum dreht sich auch unser letzter Themenkomplex. Jetzt lass ihn aber antworten. Hobby? Ah, Mensch. Eigene Persönlichkeit. Ja, dann nehme ich den blauen mal. Du trittst meist als Fragender auf, selten als Kommentator. Wie sehr juckt es dich manchmal unter den Fingern, deine eigene ungefilterte Meinung abzugeben? Ich finde das immer ganz bemerkenswert, dass viele schreiben, ich sei unvoreingenommen, ich hätte so wenig Vorurteile und ich hätte auch... Da kenne ich dich auch anders. Weihnachtsfeier. und auch das verwundert mich immer ein Stück weit, weil ich schon finde, dass ich meine eigene Meinung einfließen lasse. Und das mache ich auch fast zu Beginn jeder Folge so voll transparent und sage, mein Vorurteil ist gerade, dass die Menschen so und so ticken. Ich bin heute gespannt, ob das sich bestätigt oder nicht. Ne? Und ich finde, darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass man keine Vorurteile hat. Es geht nicht darum, dass man nicht unvoreingenommen ist oder so, sondern dass man es schafft, das irgendwie kurz abzulegen, sich das anzugucken und zu sagen, ich bilde mir meine Meinung neu. So, und ich finde eigentlich, dass ich auch am Ende jeder Folge oder fast jeder Folge auch sage, wie mich das jetzt verändert, geprägt hat oder was ich daran interessant fand. Also ich sehe mich gar nicht nur als den irgendwie Unbeteiligten sozusagen. Ich finde auch, da ist total viel Persönlichkeit in meinen Folgen. Vielleicht ist es auch nur, weil ich das so sehe. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass sich die User ihr eigenes Bild machen können. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, am Ende dieses neuen Talk-Formats unsererseits, das erste zum Schluss zu bringen, und zwar den ersten Social-Media-Post unseres Gastes, den wir finden konnten. Manchmal ist das leichter. Ja. Manchmal werden Leute dafür verprügelt, dass sie es gefunden haben. Manchmal ist es nicht so leicht. Oha. Aber in deinem Fall handelt es sich um das Instagram-Profil. Weißt du noch, was das letzte, also das erste Instagram-Foto war? Oh. Oder Video? Nee, kein Video. Ich meine, du warst schon Soldat. Ja. Ne? Aber das ist auch krass, dass du das schon warst. Arzt. Ja, das ist von einem sehr krassen Dreh. Da war ich bei einer Nasen-OP dabei. Das war, ich glaube, so, nee, es war nicht mein allererster Dreh, aber es war einer meiner ersten Drehs. Und genau. Da sieht man eigentlich ganz schön, wie wir als Team zusammenarbeiten. Und es war irgendwie sehr cool,
dieses Erlebnis mitzubekommen, bei so einer Nasen-OP dabei zu sein. Ich bin so in Ohnmacht gefallen. So, ich war 2% davor, komplett umzukippen. Ah ja. Ja, mir wurde total schwarz vor Augen. Wann war der Punkt? Was musste passieren, dass du dachtest? Also bei so einer Nasen-OP wird erst so hier unten aufgetrennt, ne? Und dann wird so der Höcker so weggerubbelt. Und dann wird die Nase so umgeklappt so quasi. Und als ich das gesehen habe, weil ich habe die Protagonistin davor kennengelernt, und als ich so gesehen habe, wie dieses Gesicht dann... Das hat mir irgendwie... War viel. Ich hatte auch nichts gegessen in der Zeit, weil ich zusätzlich noch ein... Kennst du das ja, wenn man mehrere Experimente gleichzeitig macht und so. Forget it. Ich habe gleichzeitig nämlich noch so ein Fitness-Experiment gemacht, wo ich versucht habe, ganz viel in kurzer Zeit abzunehmen und so. Und ich habe an dem Tag, sind wir super früh losgefahren. Und das sieht man Gott sei Dank in dem Bild jetzt nicht. Aber im Video erkennt man, wie ich umfalle. Eieieiei. Ja, gut. Ja. Das ist ja meistens das Letzte, was wir machen. Deswegen heißt es ja das Erste zum Schluss. Ja. Und das war ja schmerzlos. Puh. Ich dachte, da kommt was. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt, Leute nicht zu sehr zu provozieren. Weil Shelly ist jetzt im Krankenhaus. Ja. Liebe Grüße. Gott sei Dank nicht wir. Naja, egal. Obwohl, der Frank hätte uns nichts angetan. Das weiß ich. Nee. So, Frank, vielen Dank. Sag noch mal kurz, die Frage kann man gerne mal googeln und auf YouTube finden, ein Abo da lassen. Jetzt hat er auch ausgetrunken, da würde ich sagen, das war schön. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Und jetzt kommt noch eine Endcard und dann ist Feierabend. Also, mir stellt sich eigentlich nur noch eine Frage. Habt ihr schon ein Abo da gelassen und die Glocke nicht vergessen? Es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort. Ja, ist die Antwort. Aber für die, die es noch nicht gemacht haben, ihr könnt es gerne nachholen. Hier gibt es auch einen sehr sympathischen Typen, und zwar Mark Forster. Mit dem habe ich gequatscht. Und hier gibt es natürlich eine Frage, und zwar Regretting Motherhood. Krasse Folge, krasse Antwort.